Liebe Deutschlernende, ich begrüße Sie wieder auf meinem YouTube-Kanal DAF mit Spaß und Verstand. In meinem letzten Video habe ich Ihnen erzählt über das Virus Covid-19 bzw. über das Wort, ja? Weil wir lernen Deutsch mit Spaß und Verstand auch an den Beispielen der Krankheiten und Viren. Übrigens, ich habe Ihnen vergessen zu sagen, dass die Pluralzahl vom Virus Viren ist. Auch interessant. Nicht Virusse, nicht Virussen, sondern Viren. Heute erzähle ich Ihnen noch über einen Satz, den wir in den letzten 2, 3 Monaten oft in allen Medien, in den Printmedien und in den elektronischen Medien gesehen haben. Und zwar in allen 3 Varianten. Also, wir bleiben zu Hause, zu Hause oder zu Hause. Nicht unsere Gesundheit leidet unter diesem Virus, sondern auch unsere Sprachkenntnisse. Ich als diplomierte Linguistin konnte nicht vorbeigehen und wegschauen. Wenn ich einen Fehler sehe, dann muss ich immer ihn korrigieren. Das ist die professionelle Krankheit. Aber zurück zu diesen Varianten. Was würden Sie wählen? A, B oder C? Ich sage sofort, nicht alle sind richtig. Und zwar. Na, haben Sie sich entschieden? A, B oder C? Mindestens 2 Varianten sind richtig. Allerdings, bis 2006 hatten wir nur eine Variante, und zwar die erste. Zu Hause, getrennt geschrieben. Und das Wort Hause ist groß geschrieben, also mit dem anfangs großen Buchstaben. Warum, fragen Sie mich vielleicht, steht E am Ende? Ja, wir sagen auch statt ich gehe nach Hause, ich bin zu Hause, ich bin im Hause. Das ist eine veraltete Form, die aber fest in der deutschen Sprache verankert ist. Genauso wie wir sagen, ich bin im Walde, im Sinne von und so weiter. Es gibt einige Wörter, die dieses E beibehalten haben. Also, zurück zu unserem Satz. Wir bleiben zu Hause. Das ist die richtige Variante. Zu Hause. Getrennt geschrieben, das Nomen groß geschrieben. Ab 2006 gilt auch die zweite Variante als richtig. Alles in einem Wort und alle Buchstaben klein geschrieben. Das ist sozusagen ein Adverb. Diese Variante, die dritte, C, ist ein Nomen und ist das Zuhause, also sächlichen Geschlechts. Also, Sie dürfen nicht sagen, wir bleiben zu Hause. Das ist falsch. Sie dürfen sagen, wir bleiben zu Hause, wir bleiben zu Hause. Aber zu Hause bedeutet etwas anderes. Zum Beispiel, mein Zuhause ist das Beste. Ja, mein Zuhause wird gemeint als mein Haus, mein Heim. Während dieses Wort oder dieses Wort bedeutet daheim. Ja, ich bleibe daheim. Ich bleibe in meinem Haus. Ich bleibe heute zu Hause. Ich gehe nicht arbeiten. Ich isoliere mich. Haben Sie verstanden? Also noch einmal. Ich bleibe zu Hause, das heißt, ich gehe nicht raus. Ich bleibe zu Hause, dasselbe. Ich bleibe, ich gehe nicht zur Arbeit, ich gehe nicht spazieren gehen. Ich bleibe in meinem Haus. Und das Wort das zu Hause bedeutet, na, mein Zuhause. Ich fühle in meinem Zuhause am wohlsten. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Also schreiben Sie richtig und lernen Sie Deutsch mit Spaß und Verstand. Bleiben Sie gesund.